Herzlich willkommen zum zweiten Part von Let's Play Orcs Master 2. Und ja, ich spiele heute das zweite Level. Auf Kriegsmagier spiele ich das diesmal. Ja, wir spielen das, damit wir diese Totenköpfe auch kriegen. Und wenn es dann immer noch zu schwer ist, kann ich ja runtergehen mit dem Dingens. Also, ja, so ist das ja nicht, ne? Nutze die Umgebung vollständig aus. In einigen Level gibt es bereits platzierte Fallen. Oh, das ist ja gut. Das ist... Guck mal, wie die da so steht. Da kommen die Monster raus und... Da nicht, oder? Wie? Was ist das da unten? Da kommen die Monster her und da ist der Spalt. Ach so, okay. Ja, was nehmen wir denn in unser Zauberbuch mit rein? Ich habe hier jetzt irgendwie nichts Neues, also... Ja, ich würde mit denselben Pfeilen wie letztes Mal antreten. Spuckt vergiftete Pfeile nach Benutzung wieder... Ich will den Raketenwerfer behalten. Ne, ich will den behalten. So, was tun wir hier hin? Wie viel Geld haben wir? 4000. Ja, wir haben 4000 Spielgeld, dann tue ich doch mal hier hin. Und dahin. Und dahin. Ja, dürfte doch schon reichen, ne? Und wenn das nicht reicht, dahin eins. Und dahin. Aber das müsste doch endgültig reichen. Also, die kommen ja zuerst nur von links. Also, ja. Ich entfessel sie. Ich entfessel die Horde. Was ist das? Das klingt lustig. Ach so, ja. Schade, wenn man die Maustaste gedrückt hätte, dann schießt die nicht. Das ist das doof, ne? Dodge, rot. Und hier haben wir auch unseren Raketenwerfer. Das ist ja ein richtig tolles Teil. Also, wenn man hier bedenkt. So kann man die Gegner auch gut zurückschleudern, finde ich, ne? Also, das ist eine gute Methode. Tötet die Menschen? Warum tötet die Menschen? Ach so. Oh. Da ist einer durchgekommen. Ach, das ist nicht gut. Nicht gut hier. Dann tue ich da noch eins hin. Oh, diese Säuresprüher sind doch nicht so gut, wie ich dachte. Ein neuer Spalt öffnet sich. Ach du Scheiße. Jetzt öffnet sich doch der zweite hier. Oh je. Oh je. Das ist nicht gut. Boom. Ich stehe da direkt davor. Ja, dann schieße ich doch mal gleich auf die ganzen Leute da drauf. Ja, das ist so. So. Schön. Ja. Würde ich doch mal sagen, dass es gut so ist, ne? Und dann. Was macht das eigentlich? Was macht das? Ich weiß gar nicht, was es macht, aber ich schieße einfach damit rum. Ja, damit durch die Gegend schießen ist auch clever, ne, Danny? Also das kann es ja auch bringen. Tue ich da noch eins hin. Da noch eins hin und dann ist es gut. Also man sieht ja auch, die sind nicht so schwer zu besiegen. Man schießt ein paar Mal drauf und schon sind sie tot. Und mit dieser Magierin macht das irgendwie auch viel mehr Spaß zu kämpfen als mit dem einen Typen da. Finde ich. Ja. Kommen sie daher. Wieder von da. Ah. Ja. Schön. Und die laufen schön in meine Fallen rein. Das sollen sie natürlich auch, ne? Ich tu mal unten mehr Fallen platzieren. Da noch eine. Und wenn. Wenn alles nicht hilft, dann wollte ich eigentlich noch. Hier wollte ich eigentlich, ungültige Position. Oh, das. Ich wollte Fallen platzieren, aber. Die haben mir keine Zeit gelassen. Das ist unfair. Das ist unfair. Sie haben mir keine Zeit gelassen, um Fallen zu platzieren. Das ist nicht fair. Würde ich mal sagen. Hallöchen, Puppöchen. Aua, das hat wehgetan. Schlagen Sie mich nicht. Das hat richtig wehgetan. Ich spiele ja im Moment seit gestern wieder Terra, ne? Terra ist geil. Ich wollte mal dazu sagen, wer Lust hat mitzuspielen, spielt gerne mit. Terra ist so ein geiles Game. Okay, das ist 27 GB groß, aber das ist richtig geil. Spielt mit. Das, ja, also hier vom Spielerlebnis ist das richtig geil und von der Grafik ist das auch nochmal richtig, richtig geil. Also Hut ab. Gut gemacht von den Entwicklern. Also muss ich mal loben. Terra,
Also wer Lust hat, ich spiele auf den Server Kai irgendwas mit K. Kaidun oder so heißt der. Oder Kairun, aber das ist der erste und einzige, der mit K anfängt. Also, falls ihr mitspielen wollt, schreibt mich doch einfach an oder so, ne? Ich heiße da Björni Boy LP, ne? Heim ich da. Eigentlich hieß ich ja Björni Boy, aber ich habe erst Zerstörer genommen und habe gesehen, oh Gott, das ist zu langsam. Die Klasse, die gefällt mir gar nicht. Und dann habe ich Krieger genommen, da habe ich gedacht, oh, der ist schön schnell, mit dem kann ich kämpfen. Der gefällt mir und dann habe ich mich für diese Klasse doch glatt entschieden, ne? Oh, guck mal, hier ist doch schon gleich der erste Boss, ne? Oh, den habe ich hier jetzt umgelenkt. Ach, das ist schön. Das ist schön. Oh. Oh, Scheiße. Ja. Die haben hier ein bisschen. Geht doch mal weg hier. Das ist. Oh, oh, oh. Das ist schon schwer. Hallo? Geht mal weg hier. Da. Geht weg. Ja, ich muss die ja irgendwie hier wegkriegen. Also. Ja. Oh, die sind gleich am Spalt. Nicht gut. Ja. Guck mal hier. Geh weg. Geh weg. Tschüss. Geh kaputt. Kaputt. Oh. Oh. Scheiße. Ich habe nicht gewusst, dass der sich teilt. Sorry. Ich habe nicht gewusst, dass das Ding sich teilt. Also, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich aber was anderes gemacht, also, aber habe ich nicht gewusst, sorry, ich wusste nicht, dass sich das Ding teilt. Ja. Also, woher sollte ich das denn wissen? Ja. Boom, bespritze es. Bespritze es mit deinem grünen Sperma. Ja, das Grüne, das ist das Sperma von Orks. Also, so sieht dann Sperma von Orks aus, ne? Also, wollte ich nur mal so angemerkt haben, ne? Ja. Weil die Orks, die haben ja anderes Sperma, ne? Die sind ja grün. Und deswegen haben die auch grüne Sperma und kein weißes, wie wir Menschen. Also deswegen, das wollte ich nochmal gesagt haben, dass es nur das Sperma von den Orks ist, ne? Ja, also nicht wundern, das spritzt dann da so raus und das tötet die auch, denn sie können ihr eigenes Sperma nicht gern schlucken. Das tun sie nicht gerne, dann sterben sie davon. Und ja, das wollte ich einfach nur mal so sagen, ne? So als offene Frage hier. Boah, geht doch mal kaputt hier, mein Gott. Diese Orks, die sind hier irgendwie sehr anhänglich, ne? Guck mal, kommen ja alle Dinge. Los, spritzen mit den Dingen darum. Ja. Geh kaputt. Meine Raketenwerfer. Zack, boom. Zack, boom. Zack, boom. Och Mann. Oh, geschafft, geschafft, geschafft. Wie viele Totenköpfe haben wir im Tunnel? Auch nur drei. Naja, besser als keine. Endlos-Level bieten dir eine hervorragende Möglichkeit, neue Schädel zu verdienen und deinen Charakter zu verbessern. Du findest die Endlos-Level auf dem Kampagnenbildschirm. Was haben wir denn da? Heilungsschmuckstück. Das hört sich so gut an. Hm, ja. Das hört sich gut an. Ja, ich gehe wieder ins Kampagnen. Warte, Zauberbuch. Zauberbuch. Fallen. Was für Fallen, kann ich denn mal greifen gehen? Das haben wir ja schon im ersten Teil kennengelernt, ne? Also, ja, das war hier im ersten Teil Fallen, Attrappe, Krawumfas. Was war denn hier? Noch eine tolle Falle. Sporenpilz. Ja, das war was Tolles. Paladinwächter. Das kaufe ich mir. Der war gut, muss ich schon sagen. Deswegen, ich gehe der Geld zum Fenster rauswerfen. Was? Ich weiß doch nicht, der Geld zum Fenster raus. Okay, mache ich. Aber naja, wir sehen uns dann im nächsten Level wieder. Und das ist die Schlucht des Verderbens.